Hallo, hallo, hallo. Ich grüße dich ganz herzlich. Wünsche dir einen wunderschönen guten Mittag oder guten Tag oder guten Morgen oder guten Abend. Wann auch immer du mich hier entdeckst. So schön, dass du da bist. So schön, dass du mich entdeckt hast. Und mir folgst, vielleicht schon länger, vielleicht auch ganz neu, wie auch immer. Ich würde mal gerne mit dir darüber sprechen, weil ich das immer wieder gefragt werde. Was heißt es wirklich, selbstbestimmt und frei zu leben? Und wie geht das? Und da würde ich gerne mal so ein paar Punkte mit dir teilen, was dazu wirklich aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, aus dem Weg, den ich gegangen bin, raus aus dem öffentlichen Dienst, ja, das freie Leben, das wir inzwischen führen mit der gesamten Familie, mal ein bisschen plaudern und dir ein paar Dinge damit auf den Weg geben. Frei und selbstbestimmt leben heißt tatsächlich, die volle Verantwortung zu übernehmen für dich und für dein Leben. Was heißt das? Wir dürfen da mal radikal ehrlich sein. Einladung an dich. Schau dir mal alle Lebensbereiche an, wo du bis eben noch Abhängigkeiten hast. Was meine ich damit? Im privaten Bereich, wo du emotional abhängig bist von anderen, Menschen in deinem Umfeld, egal wer es ist. Frei zu sein. Vor allem auch finanziell frei zu sein, das ist ja auch das Ziel von vielen, heißt radikal ehrlich mal hinzuschauen, also es geht immer darum hinzuschauen, nicht wegzuschauen, von Abhängigkeiten von anderen. Finanzielle Abhängigkeit, dass man davon abhängig ist, dass der Arbeitgeber einem jeden Monat Summe X aufs Konto überweist. Oder eine Institution, wer auch immer diese Institution ist, Summe X aufs Konto überweist. Und da gilt es natürlich, ganz, ganz viele Themen, die auf der Zellebene abgespeichert sind, zu wandeln, zu ändern, zu transformieren, zu lösen. Weil letzten Endes alles, was im Außen entstehen kann, oder sichtbar wird, zur Lebenswirklichkeit wird, beginnt immer in unserem Inneren. Das heißt, die Selbstverantwortung fürs Leben zu übernehmen, wirklich mal hinschauen, wo emotionale, mentale und auch finanzielle Abhängigkeiten noch sind und sich davon einfach, also einfach, ja, zu lösen. Dazu müssen wir natürlich wissen, das geht am einfachsten, wenn wir uns erlauben, gerade im Hinblick auf die Finanzen, die Verantwortung auch da selbst zu übernehmen und sich darüber klar zu werden, was, wenn alles für mich möglich wäre, hätte ich denn wirklich gerne jeden Monat finanziell zur Verfügung? Wenn du radikal ehrlich zu dir bist, dann wirst du recht schnell zu der Information kommen, das war bei mir ja auch mal nichts anderes, dass mir klar war, im Angestelltenverhältnis, im öffentlichen Dienst oder auch im anderen Angestelltenverhältnis kann ich niemals diese Freiheit haben, weil da sind immer irgendwo Grenzen gesetzt. Das kann nie funktionieren, dass jeden Tag mal Geld aufs Konto kommt oder dass mal jeden Monat das Geld aufs Konto kommt, was ich wirklich gerne hätte, um mir das zu erlauben, zu gönnen, was auch immer es ist, für meinen Körper, für mein Wohlbefinden, an Nahrung, an Umfeld, an Wohnsituation, wie ich es wirklich gerne hätte. Das sind ja Grenzen. Ja, da ist man ja, irgendwo ist man ja immer eingestuft. Und das heißt es für mich, selbstbestimmt und frei zu leben. Und da wirklich auch Geld zu empfangen. Und es nützt auch nichts, solange wir hier in einer materialistischen Welt sind, Geld abzulehnen.
Weil wir brauchen einfach Geld. Mag vielleicht irgendwann mal, ich glaube, in diesem Leben werde ich persönlich das nicht mehr erleben, aber irgendwann wird vielleicht so der Zeitpunkt da sein, wo wir kein Geld mehr brauchen, wo einfach alles immer da ist und alles zur Verfügung gestellt wird. Nur aktuell ist es einfach so. Und in der Zukunft zu träumen, wenn es vielleicht in 10, 20, 30 oder 50 Jahren mal anders ist, bringt mich ja jetzt nicht weiter. Ich lebe ja jetzt. Jetzt ist ja der Zeitpunkt, wo ich lebe. Das geht am einfachsten. Ich nenne das auch gerne Seelenfreude, Geld zu empfangen. Also das, was deine Seele, dein Herz wirklich möchten. Wenn du das machst, was wirklich deiner Mission entspricht. Was wirklich in meinem Sprachjargon deinem Seelenplan entspricht. Was wirklich dem wahren Grund deines Daseins hier entspricht. Was wirklich dem entspricht, was ganz authentisch dich selbst ausmacht. Und was den Dingen entspricht, die du liebst, die du gerne machst, wo du einzigartig bist, wo du einzigartige Fähigkeiten hast. Weil Wahrheit, wie viel mehr an Potenzial, Einzigartigkeit, Kreativität ist in dir verborgen, als du es bis eben lebst. Was für dich vielleicht so selbstverständlich ist, wo du auch denkst, ja, damit kann man kein Geld verdienen. Warum denkst du, damit kann man kein Geld verdienen? Weil man dir das nicht beigebracht hat, wie du mit deiner Einzigartigkeit wirklich Geld in dem Maße in dein Leben kannst fließen lassen, dass du dir um Geld keine Gedanken mehr machen musst, dass Geld halt einfach immer auch an deiner Seite ist. Ich selbst bin ein wunderbares Beispiel dafür, bin diesen Weg gegangen. Auch wenn ich es nicht für möglich gehalten habe, dass es wirklich funktioniert, aber es war mein Traum. Und deshalb habe ich mir zeigen lassen, wie es funktioniert. Und was ich mir mal habe zeigen lassen, was ich gelernt habe, das sind die Dinge, die auch für dich zur Verfügung stehen, die ich dir liebend gerne auch weitergebe, wie das für dich funktioniert. Nur letzten Endes darfst du dich auch dafür entscheiden, das zu wollen, das annehmen zu wollen, das annehmen zu dürfen, es dir selbst auch wert zu sein. Selbstwert, Selbstliebe hat auch ganz viel damit zu tun, dass du es dir wert bist und sagst, so, ich verlasse jetzt diesen goldenen Käfig, diese Gelebtwerdenfalle, dieses Hamsterrad. Ich öffne die Tür und gehe da durch und lass mir den Weg zeigen, wie ich wirklich den wahren Grund meines Daseins hier erkenne, was mich selbst wirklich ausmacht und wie ich daraus auch dem Ruf der Seele so folge und damit einfach Seelenfreude Geld in meinem Sprachjargon empfange. Und zwar in dem Maße, dass ich wirklich finanziell frei bin, mir um Geld keine Gedanken mehr machen zu müssen. Das ist in meiner Welt selbstbestimmt und frei zu leben, also wirklich die Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Solange wir Verantwortung abgeben, nicht bereit sind hinzuschauen und die Themen, die auf unserer Zellebene abgespeichert sind, die das verhindern. Ich hätte irgendwann auf mein Leben zurückgeblickt und gedacht, hätte ich doch nur. Wenn ich so weitermache wie bisher, wird sich nichts ändern, also möchte ich was verändern. Ich will jetzt leben. Ich will herausfinden den wahren Grund meines Daseins hier und will wirklich dem Ruf meiner Seele folgen. Auf diesen Weg habe ich mich vor ein paar Jahren gemacht und habe wirklich alle Schranken aufgemacht, die vorher zu waren und bin da durchgegangen. Und Mut wird immer belohnt. War das die erste Zeit mal ein bisschen unbequem, loszugehen? Ja, natürlich. Nur die Belohnung ist einfach, dass du dann wirklich da ankommst, wo du hin möchtest, wovon du schon so lange träumst und wo deine Seele dir möglicherweise auch auf der körperlichen Ebene schon seit einer Weile Botschaften schickt, Disharmonien, hey, bitte korrigier mal deinen Weg. Also, das mal so ein paar Gedanken für dich, wie du selbstbestimmt und frei leben kannst, wie du da hinkommst. Wie ich dahin gekommen bin, wenn du da mehr von mir lernen möchtest, du weißt irgendwo,
Hier gibt es einen Link, klick da drauf, sei es dir wert und ja, lass uns über Details sprechen, was jetzt genau das Richtige für dich ist, wie du da am schnellsten von A nach B kommst. Es ist alles für dich vorbereitet. Ich begleite dich da gerne und ich glaube an dich. Ich weiß, für dich ist viel, viel mehr möglich als das, was du bis eben noch für möglich hältst. Warum behaupte ich das einfach mal so? Weil bei mir war das auch mal nichts anderes. Und deshalb weiß ich, wie schön es ist, wenn man sich mal dazu committet, diesen Weg zu gehen, sich begleiten lässt. Und es hat seinen Sinn, dass du mir diesen Worten hier gelauscht hast jetzt. Du bist nur so einen klitzekleinen Schritt davon entfernt. Also, schreib mir eine PN oder klick auf den Link, den du hier irgendwo in der Bio findest und dann sprechen wir, wo du stehst, wo du hin möchtest und wie genau die Begleitung dann für dich ausschaut, damit du da auch mal da ankommst, wo du hin möchtest in deinem Leben und mal zurückblickst und denkst, wow, hat eine Weile gedauert, aber ich habe die Kurve noch gekriegt. Okay? In diesem Sinne, hab Mut, trau dich, ich bin an deiner Seite. Ciao, ciao.